Hallo liebe Freunde von Delta 4x4 und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Und heute mal wieder ein bisschen Back to the Roots. Wir haben mal wieder einen Amarok bei uns da. Haben wir ja ganz viele Jahre gemacht und hat uns mega viel Spaß bereitet. Und hier endlich mal wieder einen Komplettumbau, einen Beast-Umbau. Viel mehr geht wirklich nicht. Und ja, einfach mal ganz kurz, was sie so verbaut haben. Unsere 100mm Bodylift-Kit, Höherlegung natürlich, die wir exklusiv vertreiben. Die wirklich um 10 cm anheben, was wirklich so krass viel ist für ein Mid-Size-Pickup. Dann haben wir die größten möglichen Räder verbaut. 305 60R18 und zwar von Mickey Thompson. Die Mickey Thompson ATZ P3. Ein wirklich toller Reifen. Hat sogar die MS-Kennung. Hat ein relativ humanes MT-Profil. Also fährt sie wirklich wunderbar. Ohne irgendwelche lauten Nebengeräusche. Montiert wurden sie unsere Classic B in 18x9. Die kennt ihr sicherlich auch schon. Haben wir auch schon oft beim Amarok verbaut. Dadurch ist sie wahrscheinlich auch den meisten bekannt geworden. Um natürlich auch den Reifen abzudecken, haben wir unsere White Body Verbreiterung montiert, die natürlich auch lackiert in Wagenfarbe, dass es alles ein stimmiges Bild hat. Vorne haben wir einen Frontbügel montiert mit Scheinwerfern, die wir mit dem Fernlicht gekoppelt haben. Also auch eine runde Lösung, die übrigens sogar eintragungsfrei ist. Wegen der Höhe des Fahrzeugs mussten wir den natürlich noch ein bisschen anpassen, aber da haben wir mittlerweile auch fertige Kits dafür, dass ihr den wirklich schön ans Fahrzeug hinbringt. Auf dem Dach haben wir uns diesmal etwas einfallen lassen. Das haben wir bisher nur bei unserem eigenen Amarok gemacht. Jetzt haben wir es bei dem auch schon gemacht. Und zwar haben wir auf die Original-Amarok-Plattform, kann man ja fast sagen. Also diese Art Bügel auf dem Dach. Also kein Sportsbar, sondern ein Bügel auf dem Dach mit diesem Amarok-Inschrift, also Original von VW, haben wir zwei Scheinwerfer drauf montiert, also die Pia Bar 18. Sind dann als Fernscheinwerfer gekoppelt. Ja, ich denke, ein ganz stimmiges Bild. Hinten haben wir noch was ganz Cooles verbaut. Und zwar haben wir zu 100mm Höherlegung mittlerweile so eine Blende, dass die hinten nicht mehr so offen ist, sondern halt einfach geschlossen ist. Eine schöne Blende, die ist auch lackiert, schwarz-matt, mit Delta-Logo, auch The Offroad Company ist eingraviert. Und ja, ich glaube, ein ganz stimmiges Bild. Ich hoffe, es kommen noch ein paar Amaroks auf uns zu, auch wenn jetzt eingestellt wurde. Würden uns mega freuen, ist ein tolles Fahrzeug, ist uns allen mega ans Herz gewachsen, der Amarok. Viele aus unserem Team sind dabei, seit wir die Amaroks umbauen und darum ist es so ein Herzensfahrzeug von ganz vielen. Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Ansonsten, falls ihr Fragen habt, ruft uns gerne an, schreibt Kommentare, gebt ein Like, würde uns mega freuen und ein Abo und stay tuned.